Streich verlängert in Freiburg. Trainer Christian Streich hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Zur neuen Laufzeit machten die Breisgauer wie üblich keine Angaben. Nach Medieninformationen handelt es sich aber um eine Verlängerung bis zum Sommer 2020. Wir freuen uns, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch über die aktuelle Saison hinaus fortsetzen zu können, sagte Sportvorstand Jochen Seier. Diese Kontinuität ist Ergebnis der Qualität und des großen Engagements des gesamten Trainerteams, so Seier weiter. James verrät seine besten Trainer. Mittelfeldstar James Rodriguez vom FC Bayern München hat im kolumbianischen Bocas Magazin seine drei besten Trainer verraten. Ein Name fehlt dabei überraschenderweise. Jupp Heynckes, der ihn bei den Bayern förderte und zum Stammspieler machte, nannte er nicht. Heynckes Vorgänger Carlo Ancelotti, der ihn auch schon in Madrid trainierte, zählt er dagegen zu seinen besten Trainern. Zudem habe ihn Julio Falcone beeindruckt, der James von 2009 bis 2010 während dessen Zeit bei CA Banfield in Argentinien coachte. Auch José Pekerman schaffte es in James Top-Trio. Der Argentinier trainierte bis 2018 die kolumbianische Nationalmannschaft. Unter ihm wurde James Torschützenkönig bei der WM 2014 in Brasilien. Ramos droht Ärger mit UEFA. Innenverteidiger Sergio Ramos von Real Madrid droht nach seinem Geldgeständnis nach der Champions-League-Partie bei Ajax Amsterdam Ärger. Der Spanier hatte im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei Ajax Amsterdam seine dritte gelbe Karte gesehen und ist damit im Rückspiel gesperrt. In ein mögliches Viertelfinale würde er dadurch unvorbelastet gehen. Später gab Ramos zu, dass er die gelbe Karte provoziert habe. Die Europäische Fußballunion erhob nun Anklage gegen den Kapitän der Madrilenen. Ihm droht nun eine zusätzliche Sperre. We'll be right back.